Eigentlich habe ich jetzt alles gesagt, was es zum Thema Ad-Font-Face zu wissen gibt. Allenfalls wichtig ist hier noch, dass es natürlich auch Schnitte in einer Schriftfamilie geben kann, die kursiv sind. Und wenn es Kursivschnitte gibt und zwischen kursiv und aufrecht umgeschaltet werden können muss, dann kannst du, bin ich am falschen Ort, dann kannst du die Font-Face-Regel noch ergänzen, tu um die Eigenschaft Font-Style und bei einem nicht kursiven Schnitt ist der Wert Normal und wenn es ein Kursivschnitt ist, ist der Wert Italic und dann weiß der Browser, welche Dateien, welche Fonts zu Kursivschnitten oder eben nicht Kursivschnitten führen. In meinem Beispiel gibt es hier keine Kursive, darum lasse ich das weg. Was hier jetzt aber der Fall ist, ist, dass mein Stylesheet unverhältnismäßig aufgeblasen wird durch all diese Ad-Font-Face-Regeln. Ich mache hier kurz zu und teile hier die Fenster in gleich große Hälften. Und was ich jetzt brauche, ist ein zweites Stylesheet. Also ich habe hier ein einziges und ich möchte jetzt noch ein zweites. Es gibt hier den schönen Befehl Touch und dem sage ich Fonts und das, dieses, diese zusätzliche Datei, also mit Touch mache ich einfach eine neue Datei. Diese zusätzliche Datei, die soll jetzt all diese Ad-Font-Face-Regeln beherbergen. Im Moment ist sie leer. Ich könnte zum Beispiel schreiben, um es zu testen, schreibe ich Body Background Red. Und es passiert natürlich nichts, weil in meinem HTML-Dokument gibt es noch keine Verknüpfung zu diesem neuen Stylesheet. Ich kopiere und paste die Zeile, die den Link zum Stylesheet herstellt. Und schreibe hier den richtigen Pfad hin, speichere das. Und jetzt wird auch dieses zweite Stylesheet verwendet. Hier musst du allenfalls aufpassen, dass die Reihenfolge stimmt. Also die Ad-Font-Face-Regeln müssen dann vor dem Stylesheet stehen. Oder der Link zum Stylesheet, das die Ad-Font-Face-Regeln enthält, muss vor dem Link stehen, der zum eigentlichen Stylesheet führt. Sonst wird das in der verkehrten Reihenfolge gelesen und wird nicht funktionieren. Ich lösche diese Regel wieder, weil was ich hier will, ist natürlich der Teil mit meinen Ad-Font-Face-Regeln. Gehe die löschen bzw. kopieren. So, jetzt speichere ich zuerst mein Stylesheet ohne die Ad-Font-Face-Regeln und ich sehe jetzt, wird wieder nicht der Webfont verwendet, sondern der Fallback Apple System wird verwendet. Und jetzt speichere ich das Stylesheet, das die Ad-Font-Face-Regeln enthält und dann sollte es eigentlich wieder funktionieren. Also wenn ein Stylesheet zu groß wird, kannst du es immer aufteilen. Du kannst ein Stylesheet für die Ad-Font-Face-Regeln machen, du kannst eines für die Regeln für Print machen und du kannst eins für alle anderen Regeln machen und du kannst auch die noch in weitere Stylesheets aufteilen. Du musst einfach alle Links zu allen Stylesheets in deinem HTML-Dokument in den Head schreiben.